Hier ist das erste Sicheloni-Fernsehen mit der Sicheloni-Schau. Heute im Studio Sicheloni himself. Guten Abend, meine Grizzled Boss. Ich begrüße Sie zur Sicheloni-Schau. Herzlich willkommen, meine kleinen Kinder des Sicheloni. Herzlich willkommen zum Sicheloni-Faktor. Fuck, fuck. Heute erforschen wir die rationale sowie die irrationale Welt. Ihr werdet Geschichten hören, bei denen ihr denkt, diese sind so nie passiert, obwohl sie passiert sind. Und ihr werdet Geschichten hören, bei denen ihr denkt, sie sind passiert, was allerdings nicht der Fall ist. Darum werfen wir heute bei Sicheloni Faktor einen Blick auf drei Geschichten. Diese Geschichten sind entweder frei erfunden oder genauso passiert. Selbstverständlich nicht offiziell und die involvierten Personen bleiben anonym. Ich bitte auch Personen, die gegebenenfalls beteiligt waren, Stillschweigen über diese Vorfälle und die involvierten Personen zu wahren. Eure Aufgabe dabei ist, die erfundenen von den realen Geschichten zu unterscheiden. Am Ende wird aufgelöst, was wie beschrieben passiert ist und welche Geschichten frei erfunden sind. Also tauchen wir ein. Geschichte 1. Der Radler. Eines sonnigen Morgens wachte ein Junge auf, der vor kurzem 18 geworden ist. Er freute sich sehr auf die Oberstufenparty, welche am Abend in einem Lokal in der Nähe stattfinden sollte. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, was ihm heute passieren würde. Der Junge verabredete sich also mit seinen Freunden, damit sie schon einmal ein bisschen vorglühen können. Als es dann abends wurde, trafen sich die Freunde und glühten wie geplant vor. Die Welt war noch in Ordnung. Anschließend gingen sie gemeinsam auf die Oberstufenparty. Sie bestellten sich diverse Drinks und Stammball, spielten Kicker und gingen ab und zu an die Frische. Während dem gesamten Gesaufe bemerkte der Junge nicht, wie er immer betrunkener und betrunkener wurde. Er war jedoch gut trainiert, sodass es ihm zu diesem Zeitpunkt noch nichts ausmachte. Als die Oberstufenparty dann vorbei war, machte sich der Junge mit zwei weiteren Freunden auf den Weg nach Hause. Sie kamen an eine Stelle, an der sich ihre Wege trennen sollten, da sie von nun an in unterschiedliche Richtungen weiter mussten. Ab hier fuhr der Junge gut angetrunken mit seinem Fahrrad nach Hause. Auf dem Weg sah er plötzlich, wie die Polizei vor ihm anhielt und ein Auto kontrollierte. Der Junge hatte allerdings solche Panik, dass er ebenfalls von der Polizei angehalten werden würde, wenn er daran vorbeifährt, dass er sich kurzerhand gedacht hatte, es wäre eine gute Idee, mit dem Fahrrad in das nächstbeste Gebüsch zu fahren und sich dort vor der Polizei zu verstecken. Zu seinem Pech machte diese Aktion die Polizei erst recht auf ihn aufmerksam und sie holten ihn aus dem Gebüsch raus und machten einen Alkoholtest. Unglücklicherweise lag dieser Wert über dem gesetzlich erlaubten Wert, ein Fahrrad zu führen, und sie brachten ihn auf die Polizeiwache, um ihm Blut abzunehmen. Die Polizei wollte nach der ganzen Aktion den Jungen allerdings auch nicht nach Hause bringen. Der Junge sollte selbst schauen, wie er nach Hause kommt. Doch nach einer betrunkenen Diskussion darüber, dass man ihn auf die 20 Kilometer entfernte Polizeistation wegen Alkohol auf dem Fahrrad mitgenommen hat, jetzt aber der Meinung ist, dass er alleine nach Hause kommen könnte, konnte er ihr Herz damit doch erwärmen, ihn mit nach Hause zu nehmen. Das Ende vom Lied war, dass der Junge vom Gericht mit Sozialstunden gesegnet worden ist und keine Strafzahlungen leisten musste oder den Führerschein verloren hat. Ist diese Geschichte so passiert oder ist sie frei erfunden? Lasst sie euch durch den Kopf gehen. Dann gehen wir mal über zu Geschichte 2. Der Liebesbeweis. Auch hier geht es um einen Jungen. Auch dieser Junge sollte am Abend vom Alkohol verführt werden. Dieses Mal jedoch auf einem Volksfest, anstatt auf einer Oberstufenparty. Auch hier wurde wieder mit weiteren Kumpanen vorgeglüht. Der Junge hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Problem, und zwar Liebeskummer. Irgendwie lief die Beziehung nicht mehr so, wie sie sollte, darum hatte er auch Lust, sich mit seinen Freunden einen schönen Abend zu machen. Diesmal nahm die Truppe allerdings die S-Bahn, um zum Ort des Geschehens zu gelangen. Welch eine weise Entscheidung. Auf dem Volksfest angekommen, drangen die Kumpanen, als gäbe es kein Morgen mehr. Auf einmal bemerkte der Junge ein hübsches Wesen. Es war die Ex-Freundin eines anderen Kumpanen, welche an diesem Abend jedoch nicht anwesend war. So beschloss er, sich mit dem hübschen Mädchen zu unterhalten und ein bisschen zu flirten. Das hübsche Mädchen ging zuerst leider jedoch nicht auf den Flirt ein, da sie meinte, dass der Junge sie in echt gar nicht mag und jetzt nur betrunken sei und daher mit ihr flirtet. Daraufhin hatte der Junge eine Blitzidee. Zum Beweis der echten Liebe übergibt er dem Mädchen seinen Personalausweis
Weil was könnte echter sein als ein deutscher Junge, der standesgemäß seinen Personalausweis abgibt? Damit war alles klar für das Mädchen und sie ging nun ebenfalls auf den Flirt ein. Und sie hatten einen schönen Abend mit viel Bussi-Bussi auf dem Volksfest. Anschließend gingen sie getrennte Wege. Der Junge sowie das Mädchen fuhren alleine nach Hause und das Mädchen besaß weiterhin den Personalausweis. Am nächsten Tag wollte das überglückliche Mädchen den Jungen wieder treffen und ihm seinen Personalausweis zurückgeben. Der Junge hatte allerdings Besuch von seiner Freundin, mit der, wie am Anfang gesagt, aktuell im Streit lag. Das Mädchen wusste von all dem jedoch nichts und machte sich somit auf, den Jungen zu Hause zu besuchen. Glücklicherweise ist mittlerweile der beste Freund des Jungen bei ihm zu Hause aufgeschlagen, während ebenfalls die Freundin bereits vor Ort war. Dieser stellte sich wie üblich einen rein. Das Mädchen ist währenddessen bei dem Zuhause des Jungen angekommen und rief ihn an und klingelte. Blitzschnell gab der Junge seinem besten Freund Bescheid, dass dieser schnell zum Mädchen gehen müsse, um den Personalausweis zurückzuerlangen und sie anschließend wegzuschicken. Der allseits hilfsbereite Freund übernahm diese Aufgabe, wenn auch nur ungern, und knöpfte dem Mädchen den Liebesbeweis/Personalausweis ab und schickte es weg. Und das arme Mädchen musste mit gebrochenem Herzen nach Hause fahren. Auch hier stellt sich die Frage, ist diese Geschichte so passiert oder frei erfunden? Lasst sie euch ein wenig auf der Zunge zergehen. Und nun zur letzten Geschichte. Das Hotel. Eines schönen Abends spielten ein paar Freunde zusammen Computer. Ein Kumpane musste jedoch früh gehen, da er noch in einem Hotel eine Nachtschichtvorsicht hatte und verabschiedete sich daher. Während der Rest so vor sich hinspielte, schoss einem plötzlich eine Idee durch den Kopf. Sie könnten jetzt sofort ganz spontan in die Stadt fahren und sich abschießen. Diese Idee klang ziemlich logisch für alle Beteiligten, also packte jeder so schnell er konnte seinen Sack und Pack und sie trafen sich alle an der S-Bahn. Selbstverständlich wurde bereits hier, wieder wie üblich, vorgeglüht. Sie konnten sich nicht entscheiden, in welche Bar oder Club sie gehen wollen und nahmen einfach eine beliebige S-Bahn in die Stadt. In der S-Bahn beschlossen sie dann, dass es ja eine gute, vorzügliche Idee wäre, den einen Freund, welcher sich zuvor verabschiedet hat wegen der Arbeit, zu besuchen und sich dort im Hotel abzuschießen, während er seine Schicht hat. Gesagt, getan. Das Hotel wurde nun angesteuert. Sie überraschten den Freund, der arbeiten musste. Dieser war mäßig angetan von der Idee, dass sich hier alle abschießen, konnte es allerdings auch nicht verhindern. Da es sich bei dem ganzen Haufen schließlich um gute Freunde gehandelt hat, haben sie auch ihrem arbeitenden Kumpanen immer wieder einen Drink spendiert, welcher immer ein wenig betrunkener wurde während seiner Schicht. Sie tranken diverse Viskosungen, stampelten unter anderem Uso 12, da es sich ja schließlich um gute Freunde gehandelt hat, sowie Bier, das so schön geprickelt hat in ihren Bauchnäbeln. So machten sie die Nacht zum Tag. Langsam aber sicher wurde es jedoch morgens. Und einer hatte den grandiosen Einfall, aufs Dach zu gehen, um den Sonnenaufgang zu betrachten. Zum Glück war mittlerweile der arbeitende Freund betrunken genug, um diese Idee in die Tat umzusetzen. So gingen sie also gut gelaunt aufs Dach, um den Sonnenaufgang zu erwarten. Während sie so auf dem Dach warteten, mussten jedoch einige mittlerweile auf die Toilette. In diesem Zustand beschlossen alle, auch der arbeitende Kumpane, es wäre eine perfekte Idee, einfach vom Dach zu seilen sowie zu pisuen. Was nun passiert ist, benötigt, glaube ich, keine nähere Beschreibung. Einiges ging von der Skyline zum Bordstein und alle fanden es extrem witzig. Plötzlich wurde hinter ihnen die Tür aufgestoßen und der Manager der nächsten Schicht stand vor ihnen, welcher nur knapp der Beregnung entgangen ist. Nun war es vorbei mit dem Spaß. Alle mussten unverzüglich das Hotel verlassen und hatten Hausverbot, bis auf der arbeitende Kollege. Dieser wurde zusätzlich fristlos entlassen. So mussten alle betrunken nach Hause fahren, sich schämen und dem soeben gefeuerten Freund ihr betrunkenes Mitleid aussprechen, was nur so mittelmäßig geholfen hat. Ist diese Geschichte real? Oder ist sie einfach dem Sicheloni ohne Bezug zur Wirklichkeit entsprungen? Treff deine Wahl. Dann kommen wir mal zur Auflösung unserer heutigen Geschichten. Geschichte 1. Der Radler. Diese Geschichte ist genauso passiert. Sprich, die Geschichte ist true.
Dann Geschichte 2. Der Liebesbeweis. Haltet ihr es im Rahmen des Möglichen, dass sich dies so zugetragen hat und keine Erfindung ist? Falls ja, dann liegt ihr damit absolut richtig. Und Geschichte 3. Das Hotel. Hier, meine lieben Freunde, muss ich euch mitteilen, dass dies rein meiner Fantasie entsprungen und dies nicht passiert ist. Sie ist fake. Also, meine Sherlocks, wie oft lagt ihr korrekt? Konntet ihr immer unterscheiden, was echt und was unecht ist? Oder konnte ich euch gegebenenfalls an der Nase herumführen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen und auch, ob ihr gerne mehr Ratespaß mit dem Sicheloni-Faktor haben wollt. Wie bereits gesagt, bitte alles anonym halten und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Sichilox. Sich, sich!